Und damit hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge des Gothic 2 Let's Plays, wo wir ja gerade hier hinten in dem Schneegebiet angekommen sind und uns durch die Mobs prügeln. Wir kurz vorm Level-Up sind, wie ihr hier seht, 70 Erfahrungspunkte, und dann wollte ich mich einmal auf den Weg zurück machen und die Punkte ausgeben, weil dann haben wir nämlich wieder 21 Punkte und die müssen dann mal wieder weg. Ich mich zwar noch nicht entschieden habe, für was ich sie ausgebe, aber erstmal müssen wir noch einen Mob hauen. Dazu schnappen wir uns jetzt den da. Ich hoffe, der kommt allein. Nein. Wäre zu lang. Ihr wisst, Echsenmenschen sind ungefähr so stark wie Orks, das heißt, in zwei sind schlagabhängig. Auf jeden Fall haben wir genug Luck gehabt. So. Nichts hoffen, tun sie nichts. Und Level Up gehabt. Das, was wir haben wollten. Und wir machen nichts uns zu plündern. Directly auf dem Weg zurück. Den Irwisch nehmen wir noch mit. Weiß bis heute nicht, was Irwische Irrlichter machen. Ich sehe, dass sie Schaden machen können. Das ist auch so ziemlich auch alles, was sie weiß. Nichts zu plündern. Und noch sehe ich hier auch keinen Drachen. Außer, dass er da hinten sein soll. Weiß ich aktuell nicht mehr. Haben wir Teleporter? Glaube nicht. Das ist eine Rune? Achso, ja, dann brauchen wir mehr magische Kreise. Korinnes, Minental, Hafenstadt, Gradas, Burg. Wo ist denn Korinnes? Passt. Achso, ja gut, alles klar. Wir sind, glaube ich, in Korinnes. Also, latschen wir mal zurück. Ich beeile mich und versuche, möglichst wenig Zeit dafür zu verschwenden. Aber es muss halt sein. Alleine, weil ich auch mal gucken muss, wo wir hinskillen. Weil wir könnten jetzt entweder auf Zweihandwaffe die Prozente noch ein Stückchen nach oben pushen oder Stärke skillen. Da muss ich nämlich noch entscheiden jetzt. Theoretisch gesehen könnte man so denken, skill doch erstmal die Zweihandwaffe fertig. Wenn sie fertig ist, ist alles tutti. Praktisch wäre es auch gut, irgendwann an eine bessere Zweihandwaffe zu kommen. Sag mal, mein Pullover ausziehen. Viel warm. Ich habe gerechnet, dass hier warm werden könnte. So. Guck mal, das gleiche hier. Liegt wahrscheinlich daran, dass es hier ingame schneit. Deswegen ist mir direkt warm vor dem PC. Muss ich direkt einen abschwitzen. Hier ist nicht. Und vielleicht legen wir uns auch noch pennen in der Burg. Obwohl das eigentlich nicht so wichtig wäre. Weil ich ja weiß, dass es nachts echt mitunter dunkel ist in Gothic. Ich könnte jetzt den Kopfblasenzauber benutzen. Dieses, wo wir... Haben wir schon mal gehabt. Da ist auch über meinen Kopf ist dann so Licht. Aber ganz ehrlich. Ihr werdet auch so genug flackerndes... Sumpfdampf sehen. Flackerndes Dumpfsampf? Ja, genau. Flackerndes Dumpfsampf. Also im Real Life hätte ich diesen Weg vermieden. Einfach nur, weil ich keinen Bock gehabt hätte, nass zu werden. Aber wir sind ja der Held im Zelt. Was interessiert uns eine feuchte Ritterrüstung, wenn wir dafür schneller vorankommen? Ja, kein Respawn hier, wenn ich das richtig erkenne. Wo soll ich eigentlich mal nochmal in dieses Geheimversteck reingucken? Ich habe das hier in diesem Spiel noch nicht gemacht. Zeig's euch mal. Mal gucken, was da ist. Vielleicht war ich da auch schon drinne. Aber ich bin der Meinung, ich war da nur in Gothic 1 drinne. Und zwar geht es im Normalfall da rein, dort.
Da. Und hier war beim letzten Mal ein bisschen Kleinkram. Ja, sogar ich zu tun, was zu erkennen. Aber hier ist nichts mehr. Also wenn hier irgendwo was ist, dann hätte es deutlich unter Wasser sein müssen. Wo bin ich jetzt? Ja, alles klar. Es war nicht geplant, dass ich so schnell wieder rauskomme aus der Ecke, aber ich bin wieder draußen. Ihr könnt euch übrigens jetzt schon drauf freuen, sobald wir den Drachen getötet haben, müssen wir den gleichen Weg wieder zurückgehen, weil wir müssen dann nämlich irgendwo einen Alchemietisch finden. Ich habe mal keine Ahnung, wo einer ist. Ob hier in dieser Festung irgendwo ein Alchemieturm versteckt ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Wir werden es rauskriegen. Ging ja früh los. Das war nicht ganz so plan, wie es hier gerade passiert ist. Ich meine, ja, ich wollte durchaus leicht angegriffen werden, aber nicht ganz so früh. Egal. Oh, ah. Irgendwo da hinten ist die Ecke, wo es hochgeht. Eieiei, wenn ich Pech habe, verrecke ich jetzt vorher noch. Hier geht's hoch. Da. Alter, ich laufe auf nichts, ne? Es ist einfach mal so dunkel gewesen. Es war pures Glück, dass ich das gefunden habe. Mann, 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 Mann. So, wir hauen uns erstmal pennen. Kann man hier schlafen? Ich hoffe. Ich weiß nicht mal, ob ich Leben recke, wenn ich schlafe. Ist doch egal. Alchemietisch war, glaube ich, sogar hier drin, wenn ich mich richtig entsinne. Hier ist kein Bett. Ach ja. Ich müsste mich, glaube ich, erst so irgendwo von dem Priester Innos segnen lassen, damit ich wieder Leben bekomme, wenn ich schlafe. Legen wir uns hier schlafen. Hab, glaube ich, schon mal gemacht. Bin mir nicht sicher. So, Bett. Bis zum nächsten Morgen. Ja, nächsten Morgen. Ihr seht schon. Albträume verwehren die Erholung. Hauptsache, ich habe lange genug geschlafen. So, jetzt müssen wir rauskriegen. Irgendwo hier konnte ich Waffenskills lernen. Glaube bei ihm. Für Innos. Fernkampf lernen. Lass uns beginnen. 5 Punkte für 10 Lernpunkte. Dann würde ich beim Waffenskill hochgehen auf 66. Gebe ich beides direkt aus. Ja, komm. Lass uns beginnen. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Ich hab mir das schon gedacht. Okay, er kann mir nicht so viel beibringen. Schön. Dann gib mir doch wenigstens die paar Punkte, die du hast. Jetzt habe ich noch. Wie viel? Hier müsste ich noch 17 haben? Ja. 15 müssten 5 Stärkepunkte kosten. Muss ich bloß gucken, bei wem ich stärker werden kann. Zeig mir deine Ware. Hast du Essen? Nein. Schade. Bei dir vielleicht? Hey, du.
Was kannst du mir verkaufen? Mann, bin ich... Meinst du, mir geht es besser? Ja, der hat zwar gute Sachen, aber nützt mir nichts. Stärker werden, stärker werden, stärker werden. Ach, guck mal, hier liegt was rum. Hat sich hier immer, glaube ich. Ehre in Korinnes. Halt der Schmied im Hafenviertel. Ne, das ist nicht. Das ist die Hauptstadt. Ehre in der Burg. Loban kann mir schmieden besser. Herolot trainiert Zweikampf. Schwertkampf in der Burg. Doba kann mit der Schmieden Schmieden bessere Waffen beibringen. Udua aus der Burg des Mientals kennt sich mit Armbrüsten aus. Hier kann tatsächlich niemand. Ja, jetzt müsste ich erst zurückreisen auf die Mainwelt, um meine Stärkepunkte auszugeben. Wahr? Also wir könnten. Ja gut, okay, dann geben wir noch die letzten zwei Punkte aus. Das hat er wirklich nicht verdient. Für. Zweihandwaffen. Ja, komm. Lass uns beginnen. Scheiß drauf. So. Das ist doch alles nur Gerede. Ach so, 4 Punkte sogar. Lass uns beginnen. So, habe ich zumindest das hier gemaxt. Jetzt kann er mir nichts mehr beibringen. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Ja, so. Du bist ziemlich gut. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen kann. Es hat sich zumindest gelohnt, hier mal vorbeizugucken. Naja. Doch, es waren jetzt 4. Egal. 4 Punkte. Wir tun erstmal uns wieder voll essen und dann machen wir uns wieder auf den Weg dahin. Es war jetzt tatsächlich nicht so ein lukrativer Weg, wie ich zunächst erhofft hatte. Aber. Naja, passiert. Tut mir leid. Machen wir irgendwann wieder Bett. Und ich würde auch sagen, wir entscheiden uns jetzt, wir machen einfach mal dieses Zweihand-Ding voll. Ich meine, Magiekreis wäre auch cool zu lernen, ja. Zum Heilen wäre das ganz geil. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell... Dass ich so schnell tatsächlich noch Magier werde. Ich weiß, bei Gothic 1 ging das zum Schluss dann auf einmal sehr zügig. Aber hier bin ich da tatsächlich noch ein bisschen skeptisch. So, vollgefressen habe ich mich gleich. Essen wüsste ich nicht, wo ich hier welches kaufen kann in dieser Burg. Und ihr seht auch, dass ich nicht mehr viel Essen habe. Das heilt nicht mehr, das heilt nicht mehr, das heilt noch. Also tatsächlich mache ich mir bald Sorgen wegen Essen. Meine Heilpette habe ich auch nicht so viele. Das Fleisch nur noch braten wäre ganz gut. Jemand wird dafür büßen müssen. In der Küche müsste ich das braten können. Ich kann es nicht glauben. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich wundere mich über gar nichts. Du verkaufst mir kein Essen, oder? Gib. Nee. Dann, ja, hier einmal Essen kochen. Wie gesagt, ich muss mir Gedanken machen, dass ich nicht so viel Schaden kriege demnächst. Oder ich muss mir, ja, irgendwo einen Essensvorrat besorgen. Aber Essen ist ja absichtlich Mangelware, das kennen wir ja schon. Womit denn? So, jetzt haben wir nochmal zusätzlich 10 Essen. Ach, das kann ich gar nicht. Das kleine Schinken kann ich direkt mampfen. Gut, wir machen es wieder auf dem Rückweg. Ich kann es nicht glauben. Über das eine Loch, was wir haben. Ja, wie gesagt, es war jetzt nicht super lukrativ, herzugehen. Das größte, Schlimmste war eigentlich jetzt, dass ich zum Schluss nochmal so viel Schaden gekriegt habe. Und ja, ihr wisst ja schon, wenn ich irgendwo mal wieder Essen sehe, dann kaufe ich den Laden leer. Wunderschön. Jetzt ist es da. Und wir machen uns wieder auf den Weg dahin, wo wir eigentlich hergekommen waren.
in der Hoffnung. Eigentlich könnte man hier auch mal einen Feuerzauber benutzen, um den Eingang zu clearen, aber so geil die Idee ist, so schwierig würde die Umsetzung werden, weil ich habe glaube ich nur noch ein Feuerregen oder so ein Scheiß. Und wenn der halt alle ist, dann habe ich gar keinen mehr. Und da ist halt die große Preisfrage, ob ich den vielleicht nicht doch nochmal woanders für irgendeinen AOE-Scheiß brauche. So, jetzt solltet ihr übrigens wieder mehr sehen. Hier bin ich ja vorhin im Dunkeln lang. Weil ich euch mal zeigen wollte, wie schön atmosphärisch dunkel Gothic ist. Und wie schön atmosphärisch dunkel man sich manchmal in früheren Tagen, als ich es noch gespielt hatte, WoW gewünscht hätte. Einfach eine so dunkle Gegend, dass du quasi freiwillig dir einen Safe-Spot suchst. Aber ich weiß ja, bei WoW war immer das Problem, die haben das ja rausgenommen, damit das Spiel 24 Stunden spielbar ist. Weil ansonsten hätten ganz viele das Problem gehabt, man hatte ja richtigen Tag- und Nachtwechsel in WoW. Da war es ja dann auch so, dass es irgendwann gegen 18 Uhr dunkel wurde. Und früh um 6 hell. Also fester Rhythmus. Und nicht so wie bei uns, dass das mal Sommer-Winterzeit, sondern es gab einfach den festen Rhythmus und fertig. Und da gab es halt dann das Problem, dass eigentlich ganz viele nie zu Hause gewesen wären, wenn es in WoW mal hell ist, sondern wenn die raiden gehen, war es einfach immer dunkel, weil die einfach immer abends raiden gegangen sind, was du denen jetzt nicht vorwerfen kannst, aber die waren halt entsprechend während benachteiligt gewesen und wenn die Welt dann nachts auch noch was weiß ich stärkere Mobs hatte und so weiter, was ja ein geiler Vorschlag wäre, wären halt viele gefickt gewesen. Deswegen kann ich ja irgendwo nachvollziehen, dass sie das nicht gemacht haben. Aber irgendwo ist das so, man hat da so ein lachendes, auch ein tränendes Auge, wenn man das immer hört, weil es wurde halt aufgrund der Usability der Casual-Leute wurde halt dafür gesorgt, dass das Spiel eine Atmosphäre weniger hat. Aber es ist halt auch wieder so, okay, es ist halt ein MMO gewesen. Ich meine, bei so einem Singleplayer-Spiel wie hier würde ich als Entwickler auch sofort sagen, lass es die Nacht richtig krass dunkel machen, Alter. Du sollst richtig, einfach richtig die Scheiße aus dir raustropfen. Wenn du auch nur siehst, dass es dunkel wird, sollst du Angst haben. So krass ist es hier nicht, aber man sieht nichts. Und das, die Nacht hat Atmosphäre. Das ist der wichtige Punkt. So, wir haben es geschafft. Bin tatsächlich eine Folge lang nur zurückgelaufen, wieder hierher gelaufen. Ihr könnt mir bestimmt verzeihen. Und wenn nicht, ist auch egal. Nächste Folge kämpfen wir uns dann wirklich jetzt da rein und versuchen endlich unseren ersten Drachen zu begegnen. Weiß nicht, wie lange wir dafür brauchen werden und wie weit wir überhaupt hier reinkommen, aber das werden wir rauskriegen. Mehr als sinnlos rumsterben können wir nicht. Ist das Movement Set für die Waffe noch die gleiche? Nein! Das Movement Set hat... Oh, wir müssen noch mindestens einen Moppel töten. Ich wollte überlegen, ob ich fixe den Berg hochgehe, aber wir müssen mindestens noch einen Moppel töten. Das Movement Set für die Waffe hat sich verbessert mit Skill 60. Es ist immer wieder schön, wenn man Guides nicht liest und sich am Ende vom Spiel noch überraschen lassen kann. So, wo seid ihr? Ich möchte gerne jemanden töten. Sehen, wie schnell der sich mit dieser Zweihandwaffe im Kreisel gedreht hat. Schade, ausgerechnet so einer. Also, ich wedel mit dieser Zweihandwaffe rum, wie als gäbe es keinen Morgen. Das ist mal richtig geil. Ich dachte, ich bin mir nicht sicher gewesen, ob ich diese Skillpunkte da ausgeben soll. Vielleicht noch irgendwas, was ich töten könnte? Natürlich nicht. Wenn man mal was töten möchte, findet man Loot. Ich meine, ich möchte mich jetzt nicht über Loot beschweren. Ich bin sogar ziemlich glücklich, mal Loot zu finden. Auch wenn es nur popliger Wein ist. Weil ich sonst echt selten Loot finde. Was ist das da? Noch ein Ring? Da weiß ich nicht, was das für einer ist. Noch ein Trank.
Wir looten auf jeden Fall erstmal alles. Halt, stopp, da ist auch noch was. Holder. Hier hätte man theoretisch auch schlafen können. Da ist noch einer. Komm her! Boah. Ich liebe das neue Movement-Set der Waffe. Okay. Sie ist Porno. Nichts zu holen. Es hat sich gelohnt zu skillen. Als nächstes latschen wir hier hoch und gucken, ob wir endlich den Drachen finden. Und wie immer bei Gothic 2, man wird angefixt von dem Spiel, indem man einfach spielt. Ja, es ist alles gesagt. Freut euch auf die nächste Folge. Ich freue mich auch tierisch drauf. Lasst noch einen Daumen nach oben da, schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sagt wie immer zum Schluss: Tschüss mit euch.